gekommen ist. Aber Sie können trotzdem nicht so einen Mist bauen. Sie haben sich viel zu stark betrunken und den Leuten, die im Einkaufszentrum übernachten, zu viel erzählt. Ich habe Sie davongezerrt, als ich den Blick in Ihren Augen gesehen habe. Wir können nicht wieder dahin zurückgehen. Niemand darf erfahren, dass wir etwas mit Marlow und der Anne Isidora zu tun haben. Ich komme zurück, wenn Sie wieder nüchtern sind. Aha. Und eine fehlerhafte Zusatzdatei. Okay, so. Jetzt haben wir neu gespeichert. Diesmal bastle ich direkt mal das ganze Zeug. Wir sind ja direkt am Speicherstand. EMP-Granaten würden, glaube ich, gegen Androiden helfen. Denn dieses Ki-Ei-System scheint durchgedreht zu sein. So, mal ein paar Komponenten benutzen. Ja, Medikit wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. So. Oh ja. So, diesmal wird gespeichert. Wenn wir sterben, müssen wir nicht alles nochmal bauen. Das ist mir beim letzten Mal nämlich passiert. Die letzten zwei Male. So. Ein Ladungspack. Ah, die habe ich beim letzten Mal beschossen. Mist. Der einzige Gegner oder der einzige Kerl, der uns nicht angreift. Ne? Und auf den ich zuerst geschossen habe. Und natürlich war es dann oben. Gut, ich habe gelernt. Fremde schießt man nicht einfach so. Aber die schießen ja auch auf mich. Können wir nachladen? Der will wieder nicht nachladen. Na gut. Die Pistole zieht aber noch. Oder zieht sie noch eher. Können wir noch irgendwo rein? Nein. So. Dann würde ich sagen, hier haben wir schon fast alles gelootet oder mitgenommen, was es gibt. Und wir müssen immer noch ins Marshall-Büro. Aber die wurden ja schon angegriffen, wie es scheint. Oh nein. Ah, hier gab es die Tür zum Durchgehen. Den Elektroschocker können wir immer noch nicht benutzen, wie es ausschaut. Nein. Eine Tür. Komponente B und eine Tür. Laufen wir in die richtige Richtung, ja. Schnell weg. Oh, na schön. Geh weg. Es tut mir leid. Oha. Und der Pumpgun wohl auch. Die hat nämlich nicht mehr so viel Schrott da. Was? Schrotpatronen. Die Pumpgun hat nicht mehr so viel Schrott da. So, wo müssen wir hin? Ich schätze durch die Tür. Ripley, du schaffst es, über diese kleine Stufe zu kommen. Nein, kommt sie wohl nicht. Na. Aha. Wo ist denn eine benutzbare Tür? Schrägstrich Durchgang. Man weiß es nicht. Hier sieht es durchgangsmäßig aus. Ich frage mich ernsthaft, wie weit das hier noch geht. Ein Wald.
Weiterer Durchgang, Schrägstrich Tür. Die da lauten, ruhig stehen zu bleiben, wenn man umgebracht wird. So, ich glaube, das wir hören, ist immer die KI, die die Androiden steuert, die uns umbringen wollen. Na, alles voll? Na gut. Boah, die Tür hat mich gerade erschreckt. Aha. Können wir auch noch durch? Nein, das ist aber okay. Denn da unten gibt es einen unterirdischen Durchgang. Elektroschockaufladung. Hat die gerade die Nachladeanimation abgebrochen? Nein. Was ist mit diesem Spiel los? Na gut, dann halt ohne Elektroschocker. Also wir müssten eigentlich bald am Marshall-Büro sein, oder nicht? Wo wir denn hin sollen? Das Inventar ist immer noch voll, auch mit der Sprengkapsel. Ein weiteres Terminal. Mal sehen, ob es da irgendwelche interessanten Informationen oder Extras gibt. Was ist dein Plan? Hey Mart, vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech. Hörst du noch von Margaret und den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von der Sevastopol abhaust. Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll. Das sagt der Gillen, ein netter Typ. War er mal, eventuell. Blith, wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. An alle Einwohner der Sevastopol, die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf der Sevastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Nahrungs- und Medizinvorräte sind reichlich vorhanden. Da sind sie nicht. Vorratshortung und illegaler Handel werden nicht geduldet, tun sie aber. Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen sie gerne beim nächsten Schritt, tragen jedoch keinerlei Kosten. Natürlich. Die Stilllegung ist endgültig. Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Die Menschen haben Angst. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Marshall Waits die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung. Wasser. Ich kann nicht hier bleiben. Das ist eine kluge Annahme, gute Frau. Ich hoffe, sie hat das geschafft. Waits hat die Kreatur übrigens nicht getötet. Das, na gut, getötet haben wir sie auch nicht. Wir haben sie einfach ins All geschossen. Glücklicherweise. Hier schon? Was? Boah, Mistviech! Mistviech! Boah, Alter! Schraubenschlüssel einen auf die 12 gegeben.
Ein weiterer Computer. Wir sind im Büro. Sehr gut, und es ist zu ruhig. Mal sehen, was hier vorgefallen ist. Vielleicht haben wir eine Information oder vielleicht hat jemand was hinterlassen für uns. Beschlagnahmt, unwichtig. Eine Art Parasit haben wir schon gelesen oder gehört er. Na gut, was ist hier los? Und wir brauchen eine neue Batterie für die Taschenlampe. So. Okay, wir haben unser Ziel erreicht. Irgendwie schon beeindruckend, oder? Hier. Wir So sollten eine uns darüber riesige Station unterhalten, im was in Weltraum. Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. So. Die Kreatur einfangen eigentlich, um sie wahrscheinlich irgendwelchen Leuten zu verkaufen. Das ist bei dem Alien eine ziemlich schlechte Idee, oder? Was meint ihr? Flammenwerfer. Ich sehe irgendwie keine Kugeleinschüsse bei dem. Was dann die Frage aufbringt, was ihn getötet hat. Oha. Egal was oder wer hier drin gewütet hat, die haben ordentlich aufgeräumt. Ich tippe auf Androiden. Oh, sind hier nicht auch Zellen gewesen? Oh, er ist draußen, okay. Ich glaube, wir sind hier, wo wir hin müssen. Hier scheint es auch nichts Wichtiges zu geben, okay. Jemand am Leben. Was ist passiert? Rip, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Aber Samuels weiß, glaube ich, mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Waits of Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben Sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein. Nein. Die sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können Sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hier bleiben. Ricardo, ich brauche Ihre Hilfe. Können Sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort, verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um Sie zu holen. Ja, der ist sehr zuversichtlich. Aber gut, verständlich ist das. Warum wurde er nicht abgeschlachtet? Das ist die Frage. Sie sind alle tot hier drin. Warum er nicht? Hat sich wohl irgendwo versteckt oder sowas. Oh, ein Marshall. Ja, der ist bestimmt eine gute Hilfe. Ja, Augen und Ohren. Und er sichert die Station ab. Okay. Wir sind am Arsch. Die Frage ist, wohin? Wo ist unser nächstes Ziel? Okay. Das bedeutet, wir müssen einmal hier durch. Natürlich nicht hier durch, sondern hier durch. Ein weiteres Kartenstück, sehr schön.